Und da bin ich auch wieder da und es kann weitergehen. Da liegt auch die Zombie-Hand. Schön. So, was ist denn hier drüben? Hier sind auf jeden Fall Löcher im Boden. Das ist nicht so toll. Ich höre wieder Zombies. Das ist auch, das geht. Da gammeln sie vor sich hin. Oh, ihr seid ja süß. Oh, ihr seid so süß. Gut, die lassen wir da einfach rumstehen. Ich bin ja heute ganz nett. Heute bin ich nett. Heute habe ich keine Aggression. Hier ist aber ganz schön offen manchmal. So. Geht's auch noch weiter? Ich höre ein Skelett. Das ist da unten. Ich gehe mal schnell weiter, bevor es mich hier wegschießt. Aber da geht's nicht weiter. So. Gehen wir mal hier ein bisschen runter. Aber da ist auch nichts. Aber ich nehme mal eben die Kohle mit. Ich habe schon wieder so viel Dreck im Inventar. Hier. Da. Ganz viel Dreck. Das geht gar nicht. So viel Dreck im Inventar, das geht überhaupt nicht. Ich meinte aber allgemein, dass ich total viel Zeug gerade im Inventar habe, was mir wieder alles hummelt. Da gerade den ganzen scheiß Goodies von den ganzen Monstern, die da mal alles fallen lassen hier. Das ist alles Loot hier. Ich will die Monster doch gar nicht looten, die haben eh nur Quatsch bei sich. Ich habe nämlich eigentlich keine Lust, mir TNT zu bauen, um mir meinen Berg in die Luft zu springen, obwohl das mal lustig wäre. Ich höre dich. Guck mal, du bist. Ach, das ist Wasser. Jetzt kriege ich schon wieder Hallus hier. Kleine Paranoia-Anfälle. Ich werde rückfällig. Wo komme ich da eigentlich her? Von da, ne? Ja, von da. So. Das sind so halbe Gänge immer. Die hören dann einfach irgendwo auf. Da ist Eisen, das ist schön. Und hier ist ein Schloss und hier ist nichts. Dann haben wir hier wieder Kohle in der Wand. Ja, am Anfang einfach alles mitnehmen, was man finden kann. Und wenn es Kohle ist, müllen wir unser ganzes Inventar damit zu. So, bam, 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 bam. Ich könnte mir eigentlich in meinem Tal, was ich da oben habe, eine kleine Kuhfarm anlegen. Weil da laufen so viele Kühe rum. Einfach mal alle einfangen, einzäunen. Aber da müsste ich erstmal den euren Erdhaufen da wegmachen. Oh Gott, wir werden so viel Terraforming betreiben. Finde ich nicht schlimm. Ich persönlich. Ich mag das, weil dann kann ich mir die Welt so machen, wie sie gerne haben möchte, mein kleines Plätzchen, was ich ja eh tun werde. Und ihr könnt nichts dagegen tun. So. Bin ich jetzt in die Schlucht runter? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, sonst woanders lang geht es hier nicht viel. Da habe ich irgendwo was übersehen, wo wir lang können. Aber ich habe die Kohle übersehen. Oh nein, wie konnte ich diese Kohle nur übersehen? Ganz einfach, weil es Kohle ist. Sie ist schwarz. Kontrastmäßig. Sowas übersieht man leicht mal. Ja, nicht besonders. So, jetzt mache ich alles wieder dunkel. Die nackte Lorenkiste, ne? Ich finde es auch irgendwie logischer, wenn die Lorenkisten stehen, weil halt Mine, ne? Da wollte ich nicht lang, da geht's raus. Ich wollte gerne hier lang. Oder geht's, glaube ich, zur Mine, sag ich schon, zur Schlucht hin, oder war das hier? Hier ist auch eine kleine Schlucht. Dann ist da hinten so große Schlucht und hier ist eine kleine Schlucht. Große Schlucht, kleine Schlucht, große Schlucht. Ich gebe erstmal eine kleine gleich. So. Bin drin. Hi. Wow, ich bin schon unten. Das soll ja mal einer nachmachen. Hatte ich nicht gerade eben irgendwo Eisen gesehen, das ist gerade ausgebuddelt? Nee. Oder habe ich es mitgenommen? Ich weiß es nicht. Jetzt sehe ich zum Laufe. Hoffe ich doch. Zumindest. Eventuell. Vielleicht. Deswegen. Dann die Kohle reiß ich mir aus der Wand raus. So. Habt ihr eigentlich schon mal, wenn ihr Minecraft spielt, mal wieder komplett von vorne angefangen? Also wenn ich das privat mache, macht mir das keinen Spaß. Wenn ich das Plays mache, macht das voll viel Spaß. Also privat mag ich das gar nicht machen, weil ich weiß, dass ich ja meine Dattelwelt ja habe. Und da möchte ich gar nicht von vorne anfangen. Weil ich das so schade finde. Da geht es ein bisschen tief runter. Und da war ich schon. So, ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Eisen. Weil ich finde, wenn ich jetzt hier so Let's Play und so nebenbei am Labern bin und mir dann alles wieder zusammensuchen muss, das finde ich gar nicht so schlimm. Wenn ich privat dann spiele, habe ich ja nichts irgendwie, um mich bei Laune zu halten, sag ich es mal so, weil
ja, weil es dann für mich selber ist und ich weiß auch nicht. Wenn ich was für andere Leute mache, macht mir das viel mehr Spaß, als wenn ich das für mich selber mache, weil für mich selber ist das dann ja ey, keine Überraschung mehr. Das ist so ausgedrückt. Weil ihr wisst ja nicht, was ich jetzt gleich als nächstes mache. Wenn ich das aufgenommen habe, dann weiß ich das ja. Obwohl ich das jetzt auch nicht, selber noch nicht mehr weiß, was ich gleich alles noch machen werde. Und ich lasse mich nämlich aber überraschen. So, da ist noch Eisen. Ja, es ist dann eine Reise ins Ungewisse. Für mich und für euch sowieso. So. Deswegen macht es Spaß, Let's Play, um andere Leute so ein bisschen zu unterhalten. Auch wenn ich da drin nicht gerade eine Granate bin, aber ich mach's trotzdem gerne. Und warum ist hier eine fucking Höhle? Warum ist hier ein Lavastrom neben einem Wasserfall? Das geht gar nicht. Normal ist doch Lava so heiß, dass das Wasser verdampfen würde, wenn es nur in der Nähe ist. Mich? Ich weiß nicht. Hallo Höhle. Ich bin hier und erkunde dich jetzt. Weil das so ist. Und da ist ein Schacht, da ist ein Creeper, da ist ein Zombie, da ist eine riesige... Da ist Eisen. Bleib auf die Höhle, ich will das Eisen haben. So. Deswegen mag ich Berggebiete auch so gerne. Die haben meistens direkt unterm Berg eine Höhle. Das ist wirklich so. Meistens auch innen drin. Deswegen bin ich gespannt, ob in dem Berg, wo wir sind, auch irgendwas drinne ist. Deswegen möchte ich mich da gerne reinbuddeln. Und hier ist nichts. Hi, hallo. Komm mir bloß nicht zu nah. Komm mir nicht zu nah. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Weg. Weg. Ich hab nichts mehr zu schlagen. Die kommen hier ja eh nicht hoch. So, komm. Ich habe auch keine Stickies mehr. Das ist auch nicht so schlimm. Machen wir uns mal eben zwei Schwerter. Wir haben ja Eisen gefunden. Da bin ich immer ganz froh drüber, wenn ich dann Eisen finde. Da kann ich mir ganz schnell was basteln. So, damit ich nicht mein Inventar so voll habe, mache ich da auch gleich da Fackeln raus. Die packen wir eben damit drüber. Jetzt will ich eben sortieren. So viel Zeit muss sein. So, das da hier. Essen eben mal hier unten rein. Kohle zu der Kohle. Er braucht den Scheiß, ich nicht. Ich wollte mir kein Feuerzeug machen. Hier, den kannst du auch behalten. Das brauche ich auch nicht. Ja, das geht der. Ich werde auch nur Kies finden. Schieneneimer, Weizen. Brot. Ich habe eine Fledermaus. Nicht wieder. Weg. Was habe ich noch weggeschmissen? Das hier. Weg. Weg. Und weg. So, ich komme jetzt wieder runter. Ich mache jetzt mehr Schaden. Ich habe schon wieder eingesammelt. Irgendwas. Keine Ahnung. Was habe ich denn eingesammelt? Vielleicht auch Eisen oder sowas. So, wie komme ich jetzt hier lebendig runter? Da ist noch mehr Mine, wenn ich das richtig gesehen habe. So, hi, 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 fluchtartig durchlaufen, hi, hi. So, pam. Das macht Laune. Hier ist eine Sackgasse. Ja, hier ist nächsten. So. Serienstandpunkt erreicht. Eisen aussammeln. Aussammeln? Nein, ausgraben. Aus Spitzhacken. Aus der Wand herausreißen. Und dann einsammeln. Ha, so einfach geht das. Da ist Mine. Da sind auch... Irgendwo ist eine Spinne. Ich glaube, die ist über mir, ist die da hinten. Das kommt halt hinten. Ist auf jeden Fall sind hier Spinnenweben. Ganz viel Spinnenweben. Und wieso ist die Höhle so verdammt riesig? Das mag ich gar nicht. Auch nicht diesen Zombie. Du stirbst jetzt ein zweites Mal. So. Dass sie das auf Wort machen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr lobenswert. Doch, doch. Die hört schon aufs Wort, die Zombies. Manchmal. Denn es ist Gold. Schönes, unbrauchbares Gold. Obwohl, wenn ich mir irgendwann das Schienensystem in mein fucking wollte ich jetzt nicht sagen, in meinen Berg reinbaue, dann brauche ich auch Gold. Deswegen würde ich das gerne mitnehmen und hier erstmal ausleuchten, bevor mir irgendwas in den Rücken fällt. Dass es springt. Oder explodiert. Das könnt ihr euch aussuchen. So. Ich mach hier noch mal kurz lang. Alter Vater, hört das hier auch mal auf. Da hinten ist Licht. Dann wird da wahrscheinlich Lava sein, genau. Oh, Smaragde.
Smaragd. Ich habe Smaragd gefunden und Redstone und Kohle und ja, schön. Viel zu viel Sachen zum Einsammeln. Viel zu viele Sachen. Das ist übrigens das allererste Mal, dass ich Smaragde finde. Die gibt's glaube ich sowieso nur in den Bergregionen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. So, jetzt kommen wir mal mit. Weg mit, was auch immer, und grabe mal eben kurz drum rum. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar Diamanten. Wer weiß das schon. Kann ja mal hoffen. Ne, nicht so aus. Bei der Lava buddel ich jetzt nicht. Aber ich nehme mir die Smaragde mit. So, das ist meistens immer nur einer. Finde ich schade. Oder so 1 bis 2 oder so, glaube ich. So, jetzt renne ich mal eben kurz zurück, wo auch immer ich dann gelaufen bin. Ja. Falls ist da hinten ein Zombie. So, eben das Eisen hier wieder mitnehmen. Was wieder voll viel ist. Ich bin gleich schon voll. Ja. Voll gelaufen mit Eisen. Oh, heißt das Eisen an? In der Tasche ist, glaube ich, nicht so praktisch. Gut, dass es doch Eisenerz ist. Und da oben ist das Goldgedöns. Da möchte ich nicht unbedingt durch. Weil ich viel zu Angst habe, dann ist die Lava reinfall. Ich kenne mich doch. Auch noch Eisen. Nein, da war nichts. Man kriegt immer so leichte Paranoia, wenn man in einer Höhle ist. Okay, der ist da unten. Hallo, kann er mir nichts anhaben. Komm, lauf in die Lava. Lauf in die Lava, los. Oh, das Gold ist direkt über der Lava. Sehe ich das richtig? Der nicht. Das ist hier, glaube ich, gleich ein Loch. Genau, nicht ein Loch. Das muss auch nicht unbedingt sein. So. Möchte ich da runter? Komme ich da irgendwann noch runter? Ich komme da runter. Das geht ganz einfach so. Zack. Schade, hab den Zombie nicht erwischt. So, dann machen wir hier noch einmal den Kieshab im Inventar. Immer dieser Dreck im Inventar drin. Hau ab. Ich könnte auch auf 1 drücken. Nein. Wie ist das dunkel? Ich mag das nicht, wenn das dunkel ist. Da ist noch mehr Lava. Lava. Und hier ist nichts. Außer wieder mal ein bisschen Eisen. Ich bin auch so fast schon der Meinung, dass wir gleich einfach mal zurückgehen. Ich habe hier noch ein bisschen Platz. Okay, wir machen das Inventar voll. Mit wertvollen Sachen. Also nicht so wie Dreck und sowas. Nein, so lange will ich hier auch nicht bleiben. Aber dass wir halt so gut gefüllt hier rausgehen. Dass wir ja nicht so schnell wieder hier rein müssen.